Mein Name ist Eugen, ich bin Prossner Flirt- und Dating-Coach. Im folgenden Video werde ich darüber sprechen, wo du Frauen am einfachsten kennenlernen kannst. Wichtig ist hier natürlich, kommst du eher aus einem kleinen Dorf, wo vielleicht nicht ganz so viel los ist, kommst du eher aus einer Stadt oder vielleicht sogar aus einer Großstadt. Das heißt in Großstädten wie München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Berlin und, ist es natürlich so, dass du hier sehr, sehr viele Möglichkeiten hast, Frauen kennenzulernen. Wir wollen jetzt darüber sprechen, wo du Frauen am einfachsten kennenlernen kannst. Hier ist es im Grunde genommen auch wichtig zu unterteilen, sprichst du Frauen tagsüber an, das heißt, bist du da schon soweit, oder sagst du nein, eher in Bars oder in Clubs, wenn ich schon ein bisschen betrunken oder beschwipst bin, dann fällt mir das einfacher, was fast logisch ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf beide Punkte ein. Tagsüber natürlich, sage ich mal, hast du hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, im Sommer ganz klar im Park, vielleicht irgendwo am See, wenn die Frau gerade alleine da liegt, sich sonnt, dann kannst du natürlich idealerweise dich nebenan legen oder du fragst, hey, hast du eine Handcreme? Super, kommt jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber ich komme hier hinten nicht hin. Das heißt, mich müsste jemand eincremen. Wir sind zwar noch nicht so weit, aber Eugen erstmal hi. Somit lernen wir uns kurz kennen, gehen erstmal ein paar Punkte durch. Ich erkläre dir, woher ich komme, was ich hier mache, lerne dich kennen und in den nächsten 3 Minuten würde ich sagen, cremst du mich dann ein, sofern das erstmal in Ordnung ist. Genau so würde ich vorgehen, vielleicht einfach mit Humor ein paar Scherze loslassen oder ein paar Witze reißen, dass sie sieht, okay, du nimmst dich nicht so ernst, machst sie auch gerne ein paar Witze, vielleicht lacht sie auch, findet dein Humor irgendwo natürlich anziehend und das ist schon mal ideal. Oder wie gesagt, im Park, wenn sie gerade alleine da sitzt, ein Buch liest, vielleicht gerade spazieren geht mit dem Hund oder vielleicht irgendwie am Joggen ist, da kannst du direkt einfach ein Stück mitjoggen. Hey, ganz schön anstrengend, aber du siehst, ich nehme das hier in Kauf, ich laufe gerne ein Stück mit, um dich kennenzulernen. Und zwar, wie weit willst du denn noch laufen? Weil mir geht langsam die Puste aus, Eugen, hi und so weiter. Das heißt, du kannst ja auch kurz stoppen, sagen, hey, ist irgendwie kompliziert gerade Handynummern zu switchen, während wir laufen. Lass uns kurz stehen bleiben, nur kurz. Das heißt, wir unterhalten uns, ich speichere die Handynummer, wir umarmen uns und dann kannst du wieder davonlaufen. Ich melde mich dann die Tage. Sozusagen das als einfach nur blind gewählte Möglichkeiten im Alltag. Natürlich, ganz klar, ich sage mal, einfach, wie gesagt, im Park, wenn sie gerade spazieren geht, irgendwo auf einer Parkbank sitzt, vielleicht alleine in der Uni oder vielleicht irgendwo in der Mensa, gerade am Essen ist. Das heißt, da, wo sich die Frau alleine befindet und nicht vielleicht in einer größeren Gruppe. Wobei das natürlich in einer größeren Gruppe auch völlig in Ordnung ist. Das heißt, auch da gibt es unzählige Möglichkeiten. Da kannst du auch natürlich schnell in die Gruppe rein, auch von der Gruppe akzeptiert werden. Da werde ich noch ein extra Video zu machen. Auch das ist hier möglich. Aber hier geht es erstmal um die einfachsten Möglichkeiten, Frauen kennenzulernen. Das heißt, einmal tagsüber natürlich ganz klar, wenn sie gerade beim Shoppen ist, aber nicht in Eile, da kannst du natürlich dazu stoßen, wenn sie auf einer Parkbank da sitzt, wie gesagt, in der Uni, vielleicht am See irgendwo und. Das heißt, hier hast du viele Möglichkeiten. Ansonsten natürlich abends, ich sage mal, wenn Frauen in Clubs oder in verschiedenen Bars vielleicht sind, da leicht beschwipst sind und vor allem du leicht beschwipst bist, dann hast du natürlich eine viel geringere Hemmschwelle. Das heißt, das fällt dir in der Regel dann umso leichter, weil du denkst, ach ja, ich muss jetzt erstmal mir einen antrinken und dann kann ich leichter ins Gespräch kommen. Ist natürlich eines Mindset, das ist Schwachsinn, das heißt, du kannst genauso nüchtern ins Gespräch kommen, hast hier aber den Vorteil, dass die Frau vielleicht sogar ein bisschen angetrunken oder beschwipst ist. Das heißt, dann sind Frauen auch in der Regel kommunikativer und zugänglicher. Das heißt, unterhalten sich dann eher. Hier wichtig, wie gesagt, beispielsweise in Bars ist es so, wenn sie gerade allein dasteht oder vielleicht irgendwie am Tisch sitzt, am Hocker oder neben dem Hocker dasteht oder was auch immer, da kannst du hingehen und sagen, ey, was hast du für einen Cocktail? Swimmingpool, ach, der sieht echt scheiße aus. Ich habe einen Mai Tai, der schmeckt verdammt gut. Hi Eugen. Und, auch hier die Möglichkeit. Oder hey, du siehst gerade so wartend aus, auf wen wartest du denn? Ich meine, da bin ich, tada, das mache ich zum Beispiel gerne und steige so ins Gespräch ein. Oder eben im Club, wenn die Frau am Tanzen ist oder vielleicht in einer Gruppe Frauen am Tanzen sind, dann kannst du entweder natürlich klar, ich sag mal, in der Nähe tanzen, du kannst sie auch antanzen, wenn dir das Spaß macht, wenn dir das liegt, wenn du dich das traust. Ansonsten natürlich kannst du erstmal ein Stück warten, sobald sie vielleicht irgendwie sich einen Drink holt oder aufs Klo geht oder was auch immer, kannst du dazu stoßen und sagen einfach, hey, war ja ein super einstudierter Gruppentanz. Ich würde sagen, du bringst mir nochmal die einzelnen Schritte bei, dann kann ich beim nächsten Mal mittanzen. Oder hey, läuft gerade ein super geiles Lied. Ist natürlich scheiße, so das Lied darf man einfach nicht alleine tanzen. Deswegen wollte ich kurz sagen, hey, wir holen uns einen Drink und tanzen dann zu dem Lied. Je nachdem, wie selbstsicher du da bist, wie sehr du oder wie gerne du natürlich tanzt. Ich zum Beispiel tanze gerne, ich bewege mich gerne.
Daher mache ich das zum Beispiel oft. Ich tanze sie an und sage, hey, super, ist gerade ein bisschen eng hier. Das heißt, du tanzt am besten direkt vor mir. Sieht zwar aus, als würden wir gemeinsam tanzen. Und wenn ich deine Hüfte berühre oder anfasse, ja, dann könnte man das so deuten. Aber das mache ich dann nur aus platztechnischen Gründen, weil es verdammt eng ist. Ja, verstehe das nicht falsch. Und wenn wir dann vielleicht irgendwo einen gemeinsamen Rhythmus finden, ist das auch ideal. Wir können uns dann nebenbei ein bisschen unterhalten. Und so weiter. Das heißt, auch hier Möglichkeiten. Einfach, wie gesagt, in einer Bar, weil du da ziemlich schnell ins Gespräch kommst, weil die Frauen dann in der Regel angetrunken sind oder beschwipst sind, gut gelaunt sind. Das heißt, sie gehen auch in eine Bar oder in Clubs, um zu feiern, um zu tanzen, um zu trinken, um sich zu bewegen und sozusagen socializen auch logischerweise. Da sind Menschen, das erwarten auch Frauen, dass da Menschen sind und dass sie da in Gespräche und irgendwo Unterhaltungen kommen. Das heißt, da ist es irgendwo nicht verwunderlich. Also daher ist das auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wie gesagt, in Bars und Clubs abends zum Beispiel oder eben auch abends im Park bei gutem Wetter, wenn da vielleicht irgendwo, ich sage mal, Leute sind in Gruppen, vielleicht irgendwie ein Wein trinken, Bier etc. Und du siehst auch die eine oder andere Frau, da sind sie auch in der Regel sehr offen und kommunikativ, sodass du auch da die Chance nutzen solltest und kannst natürlich. Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast jetzt erstmal mitnehmen können, welche Möglichkeiten du hast, die am einfachsten sind, um auf Frauen zuzugehen. Das heißt, wie gesagt, tagsüber natürlich in jeder Situation, in der die Frau erstmal alleine ist. Das heißt, nicht unbedingt in der Gruppe, wobei ich das nicht ausschließen möchte. Ganz im Gegenteil, auch da kann es sehr, sehr einfach sein. Mache ich extra noch ein Video zu. Hier, wie gesagt, im Park, beim Spazierengehen, von mir aus sogar beim Joggen, wenn es gerade nicht erwartet, beim Einkaufen, am Baggersee, im Schwimmbad und. Das sind alles Möglichkeiten tagsüber, wo es ziemlich einfach ist. Und natürlich abends, ganz klar, ich sag mal auch abends, beim Schlendern, beim Spazierengehen, im Club vielleicht beispielsweise oder in einer Bar. Das sind alles super Möglichkeiten, weil wie gesagt, die Frauen sind da in der Regel angetrunken, offen, kommunikativ, erwarten auch in Gespräche irgendwo verwickelt zu werden. Das heißt, da gehst du hin und nutzt dann deine Chance. Also, falls du hier dennoch irgendwo Fragen haben solltest oder generell Probleme und Schwierigkeiten hast, auf Frauen zuzugehen, dann weißt du, was zu tun ist. Bewirb dich hier unter dem Video auf den Link fürs kostenlose Beratungsgespräch. Das heißt, ich rufe dich an, schau mir ganz genau deine individuelle Situation an, schau mir an, wo stehst du gerade. Das heißt, welche Schritte musst du noch gehen, um besser mit Frauen zu werden? Und wir werden da zusammen eine Lösung erarbeiten. Also, trag dich hier fürs Formular ein, füll das Formular aus und du weißt, was zu tun ist. Also los, sprich sie an.